Ja, Leute, euer Obito ist wieder da. Ich bin zurück von meinen Eltern und normalerweise gibt es ja bei mir Mittwoch immer die Fortnite-News. Aber jetzt vor Season 8 gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Deswegen habe ich mal eine kleine Theorie für euch, was in Season 8 passieren wird. Und zwar haben wir ja jetzt ein paar neue Teaser-Bilder bekommen. Ich blende euch die Bilder hier mal kurz ein. Und hier haben wir das erste Teaser-Bild und zwar einfach mal so eine Hakenhand von einem Piraten. Das deutet vielleicht darauf hin, dass auf jeden Fall die Piratenskins oder ähnliches kommen wird. Kommen wir zum nächsten. In dem Bild sehen wir eine Schlange. Ich gehe mal davon aus, dass durch die ganzen Erdbeben und die Risse, die dadurch entstanden sind, einfach irgendwas aus dem Untergrund aufsteigen wird. Und da komme ich auch schon zum Bild Nummer 3. Und da wurde mir dann auch klar, was es vielleicht sein könnte, was in Season 8 abgeht. Zu sehen ist hier auf jeden Fall ein Tiger im Hintergrund und wichtig dazu ist der Text, der bei den Neuigkeiten mitveröffentlicht wurde. Erwecke Bestien aus Feuer und Asche, stell dich dem Kampf und füll deine Taschen. Ihr könnt euch sicher noch an den großen Eisblock erinnern mit der 1 Milliarde Leben, den man runterschießen konnte oder besser gesagt, wo alle Lobbys Schaden dran machen konnten und der irgendwann dann halt weg war. Das war ja ein Testlauf, um vielleicht große Bosskämpfe im Battle Royale Modus einzufügen und ich denke in Season 8 kommt sowas, zumindest nach dem Text, den ich euch gerade genannt habe. Da könnte sowas schon wirklich passieren. Ich würde mich auf jeden Fall drauf freuen und dass man da wahrscheinlich Loot bekommt oder irgendwelche Sachen bekommt, wenn man den Boss besiegt. Da steht ja auf jeden Fall, stell dich im Kampf und füll deine Taschen. Ich hoffe mal, dass es so sein wird. Wäre auf jeden Fall mal wieder was richtig geil Neues und bin gespannt auf jeden Fall, wie das Epic dann umsetzt, wenn es denn so kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt, was in Season 8 passiert, wenn ihr euch die Teaserbilder mal anguckt, was eure Meinung ist oder eure Theorie ist. Und wenn ihr keins mehr meine Videos verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Und sag bis zum nächsten Mal, euer Obito. Ciao, ciao.